Is there life on Mars? They're nothing but hideous space reptiles. It's true. We are aliens. Das spielt uns natürlich in die Hände. Heute Abend Top-Meldung, nach 10 Uhr gelaufen. Die wenigsten Zeitungen werden das morgen melden. Es gibt Wasser auf dem Mars. NASA-Wissenschaftler bestätigen, der Greifarm der Marssonde hat sich in den Boden gebohrt, hat eine Probe entnommen, hat diese Probe erwärmt. Und was gab es an Bord der Marssonde Phoenix? Wasserdampf, der Beweis. Ist das cool? Ja, ich bin mit 4 Jahren mal durch ein Gerstenfeld gewandert und bin dabei auf einen Kornkreis gestoßen und war total aufgeregt und habe gedacht, da ist jetzt ein UFO gelandet. Leider war ich ja so klein und ragte nicht weit über die Gerste raus. Es war leider nur eine Treckerspur. Schon als kleiner Junge, so mit 4, 5 Jahren, musste nachts immer, oder zumindest als ich eingeschlafen bin, musste das Kinderzimmer aufbleiben und im Flur das Licht brennen, wegen den Außerirdischen und so. Wasser auf dem Mars. Ich würde sagen, die Welt ist gerettet. Wir importieren das einfach. Somit sind alle Wasserprobleme auf der Welt gelöst. Gefühlt finden die ja alle 3 Tage auf irgendeinem Planeten oder auf irgendeinem Kometen irgendwo Wasser. Das interessiert mich langsam ehrlich gesagt nicht mehr. Was mich interessieren würde, wäre, wenn die irgendwo mal Gin finden würden. Is there life on Mars?